Wie funktioniert eigentlich CNC-Fräsen? Wo kommen die Daten her? Wie geht das mit dem Befestigen auf der Maschine? Wann fährt eigentlich welcher Fräser wo, wie schnell lang? All das erkläre ich euch in dieser Videoreihe. Dieses ist schon Teil 3. In Teil 1 und Teil 2 haben wir die Daten für die Fräse vorbereitet. Ich verlinke euch die unter der Videobeschreibung. Und heute wollen wir das Ganze tatsächlich fräsen. Viel Spaß! Das hier ist eine CNC-Fräse. Das funktioniert so, dass ein Computer steuert, wann die Fräse wohin fährt und wie tief und wie schnell. Dafür muss man Daten am Computer vorbereiten. Das haben wir in den letzten beiden Tutorials schon gemacht. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die an. Wenn ihr einfach nur sehen wollt, wie eine CNC-Fräse funktioniert, dann seid ihr in diesem Video richtig. Heute erkläre ich euch, wie wir jetzt aus diesem CNC-Programm, was wir in den letzten beiden Videos eben erstellt haben, tatsächlich mit dieser Fräse ein Teil ausfräsen können. Das hier ist eine Stepcraft M700. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Einsteiger-Hobbyfräse, aber es ist auch noch nichts, was man im industriellen Großeinsatz benutzen würde. Ich würde mal sagen, mit 4.000 bis 5.000 Euro ist das gehobene Hobbyklasse. Die hat jetzt eine Fräsgröße von 50 x 70 cm maximal. Man kann mit der noch so ein paar Tricks machen, die man mit anderen Fräsen nicht machen kann. Man kann den Tisch rausnehmen. Sie hat so einen Absaugschuh, der hoch und runter fahren kann. Die Drehzahl der Spindel kann ferngesteuert werden. Also sie hat so ein paar Features, die sie eben schon ein kleines bisschen weiter oben einsortieren. Das Prinzip dieser CNC-Fräse zu jeder anderen CNC-Fräse ist aber komplett identisch. Also egal, mit welcher CNC-Fräse ihr was machen wollt, das, was ich euch heute zeige, das gilt für jede andere Fräse ganz genauso. Nur, dass ihr da dann vielleicht wahrscheinlich eine andere Software benutzen müsst. Die Buttons da und das Prinzip der Bedienung sind aber genau gleich. Man muss natürlich immer das Material, aus dem man etwas rausfräsen will, irgendwie auf der Fräse befestigen. Dafür gibt es typischerweise solche Spannbacken oder Spannpratzen, mit denen man eben an dem Maschinentisch hier solche Sachen festspannen kann. Alternativ gibt es auch was, wo nur Löcher drin sind und dann gibt es so Hebelmechaniken. Es gibt auch CNC-Fräsen, die haben einen Unterdrucktisch. Dann braucht man das nur drauf. Auflegen, schaltet den Unterdruck an und dann ist es automatisch fest. Für unsere Radiusfrässchablone, die wir jetzt aus diesem Stück Multiplex fräsen wollen, fräsen wir aber ja durch das Material ganz durch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Opferplatte auf unserer CNC-Fräse, in die wir reinfräsen können, weil wir ein kleines bisschen tiefer als das Material dick ist, fräsen wollen. Das heißt, unser Fräser würde uns, wenn wir direkt hier drauf das Material befestigen würden, unseren Aluminiumtisch kaputt machen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen habe ich hier mit diesen Spannbacken schon mal ein Stück MDF einfach auf der Fräse festgespannt und das Multiplex mache ich jetzt in dem Fall einfach mit doppelseitigem Klebeband auf dieser MDF-Platte fest. Das reicht von der Klebkraft vollkommen aus, um sowas auszufräsen. Bei Holz funktioniert das auch ganz gut. Wenn ihr Aluminium oder Messing fräsen wollt, muss man ein bisschen aufpassen, weil sich das sehr stark erwärmt und dann möglicherweise der Kleber nicht mehr richtig klebt. Aber wenn wir Holz fräsen, ist das kein Problem. Ich mache auf die Unterseite jetzt einfach zwei Streifen. Ich weiß, dass meine MDF-Platte rechtwinklig auf dem Tisch festgespannt ist und damit ich jetzt das Multiplex auf meiner MDF-Platte auch parallel zu der Vorderkante ausrichte, habe ich hier einfach ein Restholz. Das nehme ich, um das auszurichten und jetzt kann ich meine Multiplex-Platte einfach hier gegenlegen und klebe das jetzt einfach auf mein MDF drauf, ordentlich festdrücken, damit es sich nicht löst und damit ist der Teil schon erledigt. Hä, wie sieht denn mein Arm bitte aus? Ist ja kaputt. So, jetzt haben wir unser Material auf der Fräse schon fest und jetzt müssen wir natürlich der Fräse irgendwie sagen, an welcher Stelle sie anfangen soll zu fräsen. Dafür setzen wir jetzt die Maschine einfach erstmal zurück. Das bedeutet, wir fahren sie hinten links quasi in jeder Richtung in den Anschlag, also in die Z-Richtung, in die Y-Richtung und in die, was fehlt mir jetzt noch, X-Richtung, XYZ. Dafür brauchen wir jetzt den Computer, auf dem die Software drauf ist, mit der wir die CNC-Fräse steuern. Das ist sehr von der jeweiligen Fräse abhängig, die ihr benutzt. Man kann eben auch mit Estelcam selber CNC-Fräsen ansteuern. Meine kann aber mit Estelcam nicht zusammenarbeiten. Und in meinem Fall ist das jetzt UCCNC für diese Stepcraft-Fräse. Wie gesagt, für andere Fräsen braucht ihr andere Programme. Die Funktionsweise ist aber eben immer gleich. Und um die Maschine jetzt einmal zurückzusetzen, gibt es hier in meinem Fall heißt der Button Referenz. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann fährt die Maschine eben in die drei Richtungen in die Endstops und wir haben einmal quasi eine neutrale Null für unsere Position.
Und jetzt sehen wir hier oben 0000, das heißt, er ist jetzt in allen vier Achsen. Die Maschine hat nur drei, aber die Software könnte theoretisch vier Achsen ansteuern. Ist er hier auf 0 gefahren und von da aus fangen wir jetzt weiter an zu denken. Jetzt wollen wir natürlich unseren Fräsvorgang nicht von dieser hinteren linken Ecke anfangen, sondern wir wollen den auf unserem Werkstück anfangen. Und deswegen müssen wir jetzt die Fräse einmal auf unser Werkstück fahren, an den Punkt, an dem sie anfangen soll zu fräsen, und dann da einen Werkstück-Nullpunkt setzen. Das machen wir, indem wir hier mit diesem Panel, wo man die Fräse bewegen kann, die einfach genau an die Stelle fahren, an der wir sie haben wollen. Dafür gibt es hier für jede Richtung einen Button und einen Geschwindigkeitsregler. Und wenn ich da draufklicke, dann kann ich eben die Fräse manuell fahren. Ich fahre sie jetzt erstmal ganz nach vorne und in die Mitte, weil wir müssen ja auch noch einen anderen Fräser reintun. Und hier vorne kommen wir am besten dran. Dafür nehme ich diese Staubhaube einmal ab. Und ansonsten ist das hier genauso wie bei jeder Oberfräse auch. Ich habe also eine Spannzange und hier unten kann ich den Fräser einspannen. Hier gibt es eine Verriegelung, damit ich das Ganze aufmachen kann. Und dann kann ich den Fräser rausnehmen und stattdessen jetzt diesen Zweischneider hier einspannen. Das ist der, den wir in der Software auch schon festgelegt hatten. So, dann schraube ich das Ganze wieder fest. Einmal die Spindel arretieren und Hand festziehen, muss man nicht zu doll machen. Jetzt möchte ich gerne, dass der Fräser hier in dieser Ecke anfängt. Das ist mein Werkstück-Nullpunkt, diese Ecke. Das heißt, dass ich den jetzt über diese Tastenfelder auf der Software einfach an den Punkt fahre, wo ich loslege. Und jetzt muss ich den Fräser einmal genau auf die Höhe des Werkstücks fahren. Dafür nehme ich einfach so ein kleines Notizzettelchen, lege das dazwischen und dann fahre ich den Fräser ganz langsam nach unten, bis ich das Papier nicht mehr verschieben kann. Und dann weiß ich, mein Fräser sitzt quasi auf der Oberfläche vom Werkstück auf. Das ist jetzt der Fall. Jetzt klemmt das Papier ein bisschen fest. Dann ziehe ich das einfach raus und jetzt gebe ich noch einen winzigen Klacks nach unten. Und da ist jetzt der Nullpunkt, an dem ich anfangen will. Und jetzt sehe ich hier oben in der Ecke, wo die Koordinaten stehen, eben die Position, an der sich der Fräser jetzt befindet. Und um meiner Software jetzt zu sagen, dass das der Punkt ist, an dem mein Werkstück Nullpunkt ist, klicke ich hier auf 0 setzen und jetzt sehe ich eben, hier sind meine Koordinaten jetzt auf 0000 und das bezieht sich jetzt eben nicht auf die Maschine, sondern bezieht sich auf das Werkstück. Jetzt kann ich das CNC-Programm, was ich mit Estelcam erstellt habe, laden. Und jetzt sehen wir hier oben in diesem Feld eine Vorschau von unseren Fräsfaden. Alles Blaue sind eben unsere Fräspfade und dieser gelbe Punkt hier, das ist die Position von unserem Fräser. Das Rote sind Pfade, wo der Fräser quasi über dem Werkstück von A nach B fährt, um eben, weil er an einer Stelle fertig ist und an anderen weitermachen muss und so weiter. Und hier unten sehen wir eine Liste mit unserem G-Code. Das ist im Prinzip ähnlich wie beim 3D-Drucker auch. Und wenn man hier durchscrollt, dann sieht man eben auch immer jeweils, welche der Linien diese jeweilige Zeile gerade ist. Und das ist eben einfach, besteht im Grunde einfach aus XYZ-Koordinaten, die da angegeben werden. Und zusätzlich sind eben so Steuerbefehle wie Einschalten der Spindel, Drehzahl der Spindel. Das ist die Sicherheitshöhe, in welcher Höhe über dem Werkstück diese roten Pfade gefahren werden. Da könnten auch Befehle für einen Werkzeugwechsel drin sein und so weiter. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich, um dieses einfache Teil auszufräsen von dieser Software nicht. Und jetzt würde ich sagen, wir starten das einfach mal und lassen das mal durchlaufen und gucken mal, ob es funktioniert. Ich fahre jetzt die Spindel nochmal nach oben, damit ich die Absaughaube hier wieder dran klipsen kann. So, die fährt dann automatisch runter, wenn er angeht. Und jetzt starte ich den Zyklus. So, 9 Minuten hat das Ganze gedauert. Jetzt kann ich erstmal die Fräse zur Seite fahren, damit wir das Werkstück sehen. Machen wir mal in voller Geschwindigkeit. Leider sieht man natürlich nicht so wahnsinnig viel während der Fräst wegen der Absaughaube mit diesen Bürsten.
aber ich mag auch eigentlich nicht ohne diese Absaughaube fräsen, weil das eine ziemliche Sauerei doch ist, gerade wenn man so große Taschen ausfräst. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist die große Tasche, das ist der Radius, den wir nachher kopieren können. Das sind die beiden Anschläge, um es auszurichten. Das Griffloch ist da und man sieht hier unten drin auch, denke ich, die Anbindungen. Da ist auch noch eine, die sieht man jetzt nicht. Um das Material jetzt von meiner Fräse wieder abzumachen, von dem Klebeband, nehme ich gerne einfach den Schraubenschlüssel, mit dem ich den Fräser einspanne, und einen alten Stechbeitel. Und dann habe ich hier genug Kraft zum Hebeln und dann ist das Ganze auch wieder ab. Und da kann man jetzt nochmal schön die Anbindung sehen. Und das müssen wir jetzt nur noch raustrennen. So sehen die fertigen Schablonen jetzt aus. Klar, man kann das fertig kaufen, aber bei einem Materialpreis von, ich keine Ahnung, 50 Cent pro Schablone, wenn man gleich mehrere auf einmal macht, dann geht das relativ schnell. Und man kann sich halt Radien herstellen, die man so auch nicht kaufen kann. 15 kann man kaufen, aber 9 oder 8 oder 7 habe ich jetzt noch nicht gesehen. Insofern, das sollte ja eh nur ein Beispielprojekt sein. Aber das Prinzip dieser Schablonen, das lässt sich eben auf alles andere und auf jede andere CNC-Fräse übertragen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in der Werkstatt. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.